Hallo, hallo, hallo. Da bin ich auch. Ich weiß gar nicht, wie lange war ich jetzt weg? Keine Ahnung. Vielleicht 10 Minuten. 10 Minuten? Ja, na gut, 15, ja. 15 maximal. Ich wäre nur einmal fast gestorben. Also, wenigstens 952 hat gerade für 44 Monate, eh aber nicht. Oha! Ein Spontan-Stream mit Dossi und 44 Monate. Gott, und ich hätte es fast verpasst. Mr. X, vielen, vielen Dank für 44 Monate. Danke für deinen langen, langen, krassen Support. Liebe geht natürlich raus und wünsche dir natürlich auch einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Schön, dass du da bist. So, ich bin bestimmt schon einmal gestorben. Was brauchen wir eigentlich für Dünger? Zwei Methankartuschen. Kürbisse. Brauchst du da oben eigentlich Kürbisse an? Noch nicht. Da hinten irgendwo? Nee, noch nicht. Kürbisse wäre super für Dünger 2. Ja, stimmt. Passt. Mach ich dir. Gleich. Nicht, dass Kleindossi noch verhungert. Der andere Kleindossi, der konnte gerade nicht schlafen. Deswegen gab es kurz eine kleine Pause. Aber alles wieder gut. Papa hat geregelt, oder wie war Jawohl. Das? Jawohl, genau. Da habe ich sogar... Meine Narkose. Warte. Ich sag nur, da. Na, dann weißt du Bescheid. Genau. Richtig so. Schöne Tasse. Bakterien. Weißt du, mit Tassen kannst du mich immer glücklich machen. Naja. Wenigstens einfach gestrickt. Ja, geil. Ne? Das sehe ich genauso. Jetzt wissen wir, wie deine Frau dich gekriegt hat. Genau, da habe ich mit zwei Tassen gelockt. Phantom, ich sehe hier drei ungewöhnliche Larven. Ja. Weil du drei Seidenraupen haben willst, ne? Das haben wir schon hinter uns. Ja, ist schon durch. Oh, das heißt, ich darf Bienen machen? Schön. Du darfst die gerne behalten, ja. Ah, ich habe hier noch eine ungewöhnliche Larve, die nehme ich mal mit. Und eine goldene Kiste habe ich gefunden. Die ist aber echt am Arsch, der. Die Tasse ist geklaut, da steht nicht Dossi drauf. Ich hab da mal noch Maschinenverkürzung-Ding. So, was habe ich denn verpasst, was ihr da so gemacht habt? Alles. Wo sind die Seitenraupen? Oben. Oben? Ja. Wo oben? Direkt neben der Leiter, wenn du hochkommst. Ach so. Ach, da! Oh, das sieht ja äußerst genial aus. Oh, zwei Seiten hast du schon. Was? Einfach so. Geht ja schnell. Ach, ihr könnt auch eine Schmetterlingsfarm bauen, sehe ich gerade. Haben wir schon. Direkt vor der Haustür. Oh, leck mich doch. Könnt ihr nicht warten? So lange, man wusste ja nicht, wie lange es dauert. Das hätte ja noch bis morgen dauern können. Ja, und deine... Ich wollte gerade sagen, und deine Zuschauer haben es ja noch gar nicht gesehen. Ja, eben. Aber hübsch. Ja, ich habe einmal die goldenen Schmetterlinge von oben rausgeholt und da reingepackt. Ja gut, klar, es gibt jetzt ja... Boah, 511. Okay. Lass mal sehen, wie schaut es denn hier aus, insektentechnisch? Da. Ah, trotzdem sehr, sehr langsam. Falls mit Köder zwei Tassen für Kreatur erwachsene Doskias erfolgreich aufgestellt, Fangwahrscheinlichkeit 99,99999%. Genau. Ich muss schon sagen, die groben Strukturen siehst du wirklich von einer extrem großen Reichweite, gell? Ja. Was meinst du mit groben Strukturen? Naja, ich stehe hier hinten auf meinem Fels, wo der Durchbruch ist. Also da, wo der Baum den Durchbruch gemacht hast, da gucke ich durch und da sehe ich unsere Base. Ach so, unsere Base. Hinten. Okay. Und auf der anderen Seite von der Schlucht Wasserfall oben drauf. Okay. Also... Ja, du hast ja auch bei mir auf der Karte gesehen, wie weit du von meiner Base auch sehen konntest. Oh, nett. Jemand habt da gut eingesammelt. Hä? Ich habe jetzt nur eine Laufe. Los, Dossi! Hopp! Da wollte ich ja noch haben. So, da. Auf
5 GTI. Und dann haben wir die Drohnen. Jo. Oha. Hast du jetzt meinen ganzen Dünger verbraten? Also Stufe 2. Ich hab noch einen Schlüssel gefunden. Ja, Phantom, der Oper. Ja, wir haben ja keine Kürbisse zum Wollen machen. Ja, schön. Und wie soll ich jetzt ein scheiß Beet machen, wo ich Kürbisse anpflanze, du Held? Musst du die Schmetterlingsfarm wieder abbauen. Ah. Also, Dossi, wir haben schon. Oder ein Baumpflanzer hinten. Um was geht's denn? Was braucht denn jetzt? Ich brauche brauch Dünger Stufe 2, um Kürbis anpflanzen zu können. Kann ich aber nicht, weil ich keinen Kürbis habe, um Dünger Stufe 2 zu machen. Ja, dann nimm doch mal die Pilze raus. Einfach. Und setz einen Kürbis rein. Ja, von mir aus. Die schönen Pilze. Deswegen habe ich gesagt, 10 Stück. Mich hört ja keiner. Wie 10 Stück? 10 Farben, hatte ich gesagt. Nova, ich kann keine Farben bauen ohne Kürbis. Daran mangelt's ja. Ja, ja. Übrigens, wir haben jetzt schon 4 Schlüssel. Ah. Ich finde die Dinger hier ständig. Na gut. Brauchst du eigentlich den Kakao und das ganze Kram? Also bis jetzt hatte ich noch nicht geerntet, aber ja. Okay, weil sonst hätte ich das nämlich abgerissen. Okay. So, Pilzsamen raus, Kürbissamen rein. Dann warten wir halt mal ab. Da die Pilze. Mal rein. Die waren noch mal Auto sortieren. Hab's es nicht hier? Oben. Ja, genau, oben das Ding. Oh, ja. Was brauche ich sonst für den Dünger 2? Nur Methan und Algen, okay. Ah, dann kann ich ja gerade mal eine Runde Algenfarmen spielen. Zum Glück mit den Drohnen auch auf. Ach, könnt ihr das auch absammeln? Ja. Das ist praktisch. Mhm. Sind die Drohnen so klein, dass sie durch Türen passen? Die, Warpen sich durch Türen. Oh, und Wände. Ja, okay. Also. Okay. Die machen eine Phasenverschiebung. Aha, ja. Ja. Altbekannte Stargate-Technologie. Kenn ich. Yes. Finde ich normal. Muss nur die richtige Frequenz haben. Alge da rein. Upp. Sehr schön. Alge, ja. So, dann habe ich ja übrigens noch nie probiert. So, dann erstmal Lazarus, Dankeschön. Wassermarsch fürs Erinnern. Ich hebe mein Döschen auf dich. Dankeschön. Ne? Solange es nur das Döschen ist und das Höschen. Weiß nicht, ich habe noch nie ein Höschen gehoben. Upp. Du alter Sputzfink, du. Mangelt es eigentlich nur an dem dämlichen Kackkürbis? Sieht man eigentlich hier irgendwie... Ah ja, hier 33%, okay. Die Drohnen stören nicht so wie bei anderen Spielen. Fast unsichtbar. Okay. Was meinst du bei anderen Spielen? Also. Mein Factorio stören sie ja auch nicht wirklich. Außer du hast jetzt 3000 Drohnen, die über dir fliegen. Okay, dann kann es nervig sein.
Ich gehe eher davon, er meint, er muss sowas wie blockieren oder so. Ach so. Würde ich mal behaupten jetzt. Das kann natürlich auch sein. So, dann, ganz ehrlich, mal, wie lang geht der Flur hier? Der Flur geht doch hier. Lasst uns mal noch ein paar Leitern bauen. Essen und Kobold. Ah ja, das ist ja. Das ist ja. Echt stark. Warte mal, habe ich das nicht hier rein? Mal hier. Ja, und Kobold. Wo kommen wir denn hier raus? Oh! Ah, das ist doch schon mal nicht schlecht, wenn man hier rauskommt. Angenommen, ich würde hier eine Leiter setzen. Wo würde ich denn rauskommen? Immer spannend. Oh lol. Das ist aber eine geile Leiter. Einfach mittendrin im Raum. Dann machen wir sie doch. Warte, dann machen wir das anders. Jetzt setzen wir hier noch einen Raum hin. Eisen, Titan brauche ich noch. Okay, warte. Eisen. Eisen und Titan. So, dann machen wir nämlich jetzt folgendes. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Hier ran. So, und dann können wir nämlich hier oh, das ging in die falsche Richtung. Ach, muss ich jetzt runtergehen. Warte, das war ja am Ding. Müsste da sein. Dann müsste es theoretisch hier Sinn machen. Ja, das ist doch. Okay. Macht da sogar sehr viel Sinn. Es ist immer schade, dass die Dinger hier immer so komisch gemacht sind. Ich meine, das ist ja die gleiche Technik wie in Subnautica. Was das Bauen angeht, sind die beiden Games, glaube ich, relativ ähnlich. Außer, dass es deutlich mehr Räume hier gibt. So, Phantom, ich habe auch mal ein paar Leitern für dich gesetzt, ne? Hast mehr Möglichkeiten, hoch und runter zu gehen. Du musst sie nur finden. Such und finde? Genau. Ah, gut, dass ich einen Dünger dabei habe. Kann ich den hier nutzen? Gott, es wird aber auch manchmal so echt hart dunkel. Ja. So. Bestimmt kann ich es nicht auch. Gibt's keine Innenbeleuchtung? Nope. Ah, Phantom, du bist übrigens stumm, falls du seit einer halben Stunde mit uns reden willst, ne? Oh. Nee, nicht so wirklich in Beleuchtung. Ja, okay. Ich wusste schon die ganze Zeit, dass du nichts sagst. Nichts Neues. Kenn ich von ihm. Ja. Ich habe mal ein paar Raketentriebwerke gebaut für uns. Oh, oh. Ja, da schießt schon vorhin der Raketen hoch, wie ein Wahnsinniger. 91%. Okay. Ist ja nicht verkehrt. Ach, geil. Absolut sinnfrei. Also übrigens, ich hätte einen Dünger 2 jetzt in der Tasche. Oh, ja damit, ja, wo bist du? Wo ist denn den jetzt hergezaubert? Den habe ich gefunden gerade. Ich war ja wieder unterwegs. Ah, sehr guter Mann.
Such ja Schlüssel. Hier ran. So, sieht's gut aus. Da. Ich kann mich da mit der Eisen verbraten. Nova? Anwesend. Magst du... Hier irgendwo noch eine Methankiste setzen. Weil die draußen ist immer voll. Mhm. Ah, ein bisschen doof. Weiß nicht, vielleicht hier. Entweder. Ja, man, hier hat es ja genug Platz im Hauptlager. Dann. Ja, ich würde hier sowieso noch mehr setzen. Ja. Grundsätzlich, dass man hier alle Materialien einlagert. Weil das macht es einfacher, später mit den Autoherstellern zu arbeiten. Ja gut, aber die Autohersteller haben ja eh einen riesen Radius, ne? Also ja, aber irgendwann hört es auf, zum Beispiel die Farmen draußen sind nicht mehr drin und so weiter. Ja gut, das ernte ich halt ab, ne? Das ist ja... Das ist kein Problem. Soll ich da auch die Stickstoff-Dinger reinpacken? In die Methankiste? Stickstoff. Ja, wir haben zwei Stickstoffkartuschen noch. Ich kenne Sauerstoffkartuschen, aber Stickstoff? Ja. Stickstoff kommt noch. Okay. Habe ich gefunden. Ja, also es macht Sinn, da einen Extraschrank zu haben, ne? So, Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte, genau. Ich wollte hier weiterziehen. So. Ich pack's erst noch zum Metall. Ja. So, mehr Bauplatz, mehr. Gott sei Dank bauen wir so hoch, dass wir schon über die Felsen sogar drüber kommen. Achso. Kannst du einen rausnehmen, wenn du willst. Nö, nee, danke. Was ist hier drin eigentlich mit den anderen Nahrungszüchtern hier mit den 30.000 und den Auberginen? Ja, die hat noch keine abgerissen. Theoretisch können die weg. Von der Theorie her. Eisen, Magnesium, okay. Magie. Wo war Magie? Da ist Magie. Ja. Da. Noch mehr Eisen. Ja, ich habe gerade ein bisschen Eisen geplündert, also. Oh, was in der Mixkiste ist auch wieder drin jetzt. Ach nö, die habe ich gerade so schön leer gekriegt. Ja, jetzt nicht mehr. Was ist da nicht drauf? Ach so, weil die Rakete da ja ist, ne? Oh, eine ungewöhnliche Larve hier draußen. Oh, Baumsamen. Sehr gut. Wollte ich so fancy Beleuchtung machen, aber kann die hier nirgendwo setzen. Außer ich setze mitten im Weg rein. Auch ein bisschen doof. Machen wir wenigstens einen Spots hier. So. Ein bisschen Beleuchtung hier kriegen. Stirb, du Larve, stirb. Okay. Die sind gemein, deswegen heißen die auch gemeine Larven. Ach so. Natürlich. Da geht nicht, ne? Nee.
Perfekt. Können wir gleich mal das ganze Wasser hier mitnehmen. Die Base. Da. Ist eh schon leer. Da hat es noch zwei Plätze. Okay. Oh! Yay. Da endlich. Haben wir sie. Da haben wir sie. Okay. Dann lass uns noch mal das gemeinsam angucken. Phantom kennt's ja eh schon, deswegen Schnauze. Okay, Leiterplatten, die haben wir. Mach mal eigentlich mit der Seite jetzt. Ich glaube, Phantom wollte Stoff machen, oder? Ja, aber wie? Glaube ich schon. Ja, mit dem Generator, oder? Hier. Im hier. Bierding. Welchen Bierding? Ach, da. Ach hier. Ja. Ah, okay. Ich mach mal eine Drohnenstation, ne? Ja, mach mal. Oh Gott, ich muss mich im Lager erstmal zurechtfinden. Wo sind denn... Ah, da. 1, 2, 3. Dann Obsidian. Ne, nicht Obsidian. Das blaue Zellul... Ne, wie ist es? Titan? Osmium. Stäbe. Ja, ich suche noch Osmium hier bei uns. Ah, hier. Ach Gott, wir haben es schon... Ich wusste nicht, dass wir schon Osmium-Stäbe haben. Oh, die habe ich gefunden. Ja, die ganz viele gefunden. Herstellen können wir die auch schon. Nur den Generator nicht, oder? Die Zelle. Oh. Kernfusion. Müssten wir jetzt eigentlich auch können. Da an dem Tisch. Hä? Ich hab doch geguckt. Untere Reihe, mittig. Ach! Da, okay. Dann Obsidian. Dann. Eins, zwei davon. Und 1, 2, 3 davon. So, oh mein Gott. I'm so excited. So, einmal das da. Das wird da jetzt ein Gebäude sein, ne? Ach nee. Das ist eine Station, aber ich würde sie draußen hinstellen. Das ist so groß, das Ding. Wieso? Ja, ich hab doch. Ich hätte jetzt die Räume benutzt, die wir haben. Oder so. Ich hab noch ein paar freie Räume, wo noch nichts drin ist. Oder ist das wichtig? Ach nee. Nee, ich darf sie hier nicht rein. Stell sie auch draußen über den Teleporter. Stimmt, muss sogar, glaube ich, draußen stehen. Ja, schade. Also, ich könnte jetzt die Taschenlampe ausschalten. Ist das dein fucking Ernst? Ja, du kannst meistens nichts lesen, wenn du irgendwo dich dran stehst. Also ich kann es sehr gut lesen. Leuchtet. Und wenn ich lesen kann, dann... Ja, okay, ich mache die Taschenlampe aus. So, sorry, Chat. Wenn euch das zu hell ist für eure zart gemüteten Augen. So. Mal kurz gucken. Also ich kann immer noch herstellen lesen, aber so, ach egal, was rede ich denn überhaupt? Ah, den müssen wir jetzt auch noch. Okay. Interface, ui. Drohnenstation, Drohnen verfügbar natürlich null, logischerweise. Anweisungen, baue mindestens eine Drohnenstation, das haben wir. Stelle mindestens eine Drohne her, das müssen wir noch machen. Beliebig Inventar öffnen, ist das Objekt automatisch verschoben werden soll. Auf Sandrad-Symbol klicken, Objekt auswählen, der zum Vor, bla bla bla. Soll Drohnen werden, liefert Objekte in den entsprechenden Inventar transportieren. Und Drohnen funktionieren natürlich nicht, wenn wir keinen Strom haben, was ja auch Sinn macht. GZ Patrick zu 1000 Dossitaler, der Gewinner der Arena. So. Herstellen. Drohne. Rakete, Leiterplatte, Eisen. Okay. Rossi? Ja. Guck mal hier rein. Guck mal hier wo rein? Wo ist hier? Denn den automatischen Hersteller. Achso, der kann auch Drohnen machen. Okay. Ich dachte, das kann nur die Drohnenstation. Nein, nein. Warum werden keine gebaut? Weil ich gerade wieder ausgebracht habe. Wir haben doch jetzt 6, 7 Stück schon. Ach so! Ach Gott. Boom. Ja, okay. Oskar, du weißt doch, was wir sind, was unsere empfindlichen Äuglein angeht, sehr eigen. So, muss ich die hier links reinpacken? Ja. Okay.
8 Stück haben wir, okay. Vorräte benötigt. Soll ich erklären, wie es funktioniert? Habt ihr schon mal alles eingestellt oder warum stehen hier schon zigtausend Sachen drin? Wo? Ich bin gerade am Einstellen. Ah, okay. Genau. Wieso hast du Drohnen eingestellt? Hä? Die hab ich hier eingestellt. Damit die automatisch hergeholt werden und hier reingehen. Ach krass, wo ist hier das Inventar? Achso, hier links hast du eingestellt, ne? Ja. Ach, hier ist das Zahnrädchen. Da. Ah, Nachfrage, so. Okay. Genau, das Zahnrädchen. Oben kannst du einstellen, was alles geholt wird. Ja. Okay, Nachfrageangebot steht da hier, ja. Genau. Dann kannst du Angebot machen, Einzelangebote machen oder das untere Ding ist einfach alles. Okay, aber der Knopf ist ja wirklich sehr, sehr fragwürdig, alles. Nee, das mache ich zum Beispiel bei den Kisten, wenn ich auf unterwegs bin. Mhm. Packe ich da alles rein und setze den Knopf, alles abholen. Und dann wird es abgeholt, wenn Bedarf ist. Achso, alles abholen, okay. Genau. Sieht man die Drohnen? Weil ich jetzt gerade nichts. Ja, momentan sind sie auch nicht unterwegs. Ja, glaube ich auch. Und kein. Da gerade alle Raketentriebwerke weggemacht. Ich könnte doch theoretisch jetzt zum Alu gehen und sagen, in der Kiste anbieten alles, oder? Ja. Könntest du machen, ja. Mach ich jetzt auch. Willst du auch direkt losgehen? Das ist soweit hier eingestellt. Oh, hier ist Osmium runtergekommen. Hier ist alles voll. Brauchen wir es gerade? Iridium? Genau. Brauchen wir Iridium? Die Kiste ist fast leer, glaube ich. Oh, oder? Dann nehme ich mit, weil hier sind einige Runden. Oh, Extraktor 3. Oh, okay. Endlich. Jetzt wird's spannend. So. Abholen. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Abholen. Bakterien. Sind sie da. Oh, sterbe gerade. Okay. Vergessen zu trinken. So, ich drücke jetzt hier drauf. Angebot. Ich biete einfach. Nee, ich will eigentlich nur Alu, aber dann wird die Kiste nicht leer. Ja, müsst alles machen. So, jetzt müssten die eigentlich schon losfliegen, oder? Ja. Die ersten kommen die, zu dir. Die fliegen auch schon. Weiß ja nicht, wie schnell die sind. Die sind relativ zügig unterwegs. Okay, sind sie schon an mir vorbei? Nein, ist jetzt halb. Nee, ach, halb da. Weg zu dir. Oh Gott, das sieht ja. Okay, jetzt wird es natürlich spannend. Scheiße, ich bin hoffentlich schneller wie die Drohne. Da sind alle unterwegs. Ich möchte nämlich wissen, was da so eine Drohne packt. Ja, eins vermutlich, oder? Und das wäre aber heftig, weil dann brauchen wir einen Zick-Drohne. Eins. Ja, echt? Ich habe bei mir 50, 60 fliegen. Oh, da hast du nur eins. Ja, okay. So. Die spawnen doch nicht so schnell, oder? Ah, da kommen nochmal drei. Ey, die werden sehr random rausgeschickt, ne? Oh, okay. Je nachdem, was sie machen sollen. So. Also Algen haben sie schon wieder aufgefüllt, Wasser sind sie gerade bei. Ach so, du hast schon was Aufträge gemacht. Ja, ja. Na, ich mache hier draußen gerade mal die Pflanzen. Oh, okay. Genau. Deine Bauernhöfe musst du auch einstellen, dass sie alles abgeben sollen, damit abgeholt werden kann. Okay. Apropos, haben wir eine Kürbiskiste? Nee. Nee. Dann sollte man die warum auch noch machen. Phantom, warum alles? Ist doch völlig Bums. Einfach, ja, ich gehe hin, stell jedes einzeln ein und er rennt rum und stellt alles auf alles um. Weißt du? Also. Ist doch. Geht doch schneller. Nova will halt Ordnung. Phantom, ich hatte die doch schon eingestellt. Ja. Das heißt, Wasser hast du unten auch schon eingestellt quasi. Moment. Die Wassersammler muss, glaube ich, noch eingestellt werden. Also die Algen müssen halt nicht eingestellt werden, weil die abgeerntet werden. Aber wenn die Maschinen Inventar haben, musst du das Inventar einstellen.
Wie war das nochmal mit den Algen? Wiederhol das nochmal bitte. Bei den Algen musst du es nicht einstellen, weil die abgeerntet werden. Da hat die Maschine ja kein Inventar. Stimmt, ja. Aber bei jeder Maschine, die ein Inventar hat, musst du es einstellen. Okay. Bin gerade verwirrt. Ich lasse im Autocrafter gerade Drohnen machen, aber hier spawnen keine. Werden die instant in die Drohnenmaschine gerade transportiert? Oder fehlt mir was? Wir haben keine Triebwerke mehr. Ach so, okay. Ja, dann mache ich mal Triebwerke, ja? Das ist ja doof, dass das auch trotzdem der Timer durchläuft. Geht nicht, weil wir haben keinen Uran mehr. Ich wollte gerade sagen, dann mache ich Uran, aber das geht ja schlecht. Ich glaube, wir haben auch noch keinen Erzförderer bei Uran setzen, wenn ich mich recht entsinne. Da, ich will jetzt Erzförderer 3 setzen. Stimmt, ich wollte mal gucken, was brauchen denn die? Na, wo seid ihr denn? Ui, Osmiumstäbe brauchen die, okay. Und die machen schönen Luftdruck. Und natürlich wieder ein bisschen Wärme, das ist klar. Und die extrahiert je nach Benutzerauswahl Erze aus dem Boden. Das ist natürlich schon sehr, sehr geil, dass man das jetzt von Hand quasi machen kann. So. Was brauchen wir am dringendsten? Du meinst Erze technisch? Mhm. Ja gut, Uran. Es ist fast leer. Ne? Ist ja nichts da. Uran ist fast leer. Ja, da macht ja Sinn, Uran erstmal draufzustellen, weil alles andere haben wir. Dann gehe ich zu einem Uran dann und ich wechsle den mit der Superlegierung aus. Oh ja, das wäre auch nicht schlecht, ja. Nur mal Karte gucken. Wo war das Uran? Und da mit der Superlegierung runter. Ah ja, ich merk's. Ausschalten, das wäre echt geil. Das geht, glaube ich, oder? Ja, hier. Machen wir hier. 10. Oh, wie angenehm. Vielleicht ein bisschen leiser. Ja. So ist gut. So, theoretisch müssten doch die Bakterien. Vorhin kam er noch ran. Ja, weil die Kisten auf der anderen Seite standen. Ja, ich dachte. Dann sind die Kisten jetzt doch schon. Ja, gut, wir haben ja eh gesagt, wir wollen alle Kisten hier reinpacken, oder? Dann lass uns doch alles hier reinschieben. Wie gesagt, das macht halt Sinn. Ja. Dann viel Spaß. Dich dran. Naja, ich verstehe schon. Ja. Also, mir ist auch so aufgefallen, es macht auch Sinn, gegebenenfalls 3 Stockwerke zu bauen. In der Mitte baust du die Autohersteller und da drüber und da drunter packst du Kisten hin. Ja. Achso, besser. Vergessen den einzustellen. Gut, was ist denn über dem Ding? Dann müssten wir. Da haben wir unseren Biodom drüber. Wobei der ja auch Platz hat, also von dem her können wir ja die Heizung in der Mitte abreißen. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch noch Platz für Kisten. Wäre also gar nichts Problem. Und ein drittes Stockwerk ist ein bisschen doof, weil dann der Biodom quasi ja so seinen Effekt verliert. Und der Optik. Mhm. So, was habe ich jetzt gerade abgerissen? Das war Dünger. Jetzt muss ich die blöde Uranhöhle erstmal finden. Im Dunkeln. Ah, ist doch eine Taschenlampe. Das bringt leider im Freien nicht so viel. Warst du mit Absicht zwischen den Lagerkisten eins Platz gelassen? Ja. Sonst klippen die so ineinander. Okay. Ach, du kannst dann.
Ey, du kannst ja richtig ineinander bauen. Ja. So, Dünger kommt da rein. Legierung sollte jetzt so, jetzt habe ich ein Problem. Geliefert werden. Okay. So, Leiterplatten und so. Machen wir es so, das ist glaube ich einfacher. Haben wir Schlüssel gefunden. Da haben wir schon 5. Sonst geht die Leiterplatten aus. Ha. Huch. Bake a Cookie. Mhm. Ja, einstellen, Dossi. Ja, 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 ist mir auch gerade aufgefallen. Ja, mache ich gleich. Alge. Ach stimmt, ich muss ja die gar nicht dann von Hand. Ja, okay, okay. So. Ach Gott. Bakterien. So. Dann haben wir hier Dünger. Dünger, 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 Dünger. So. Rein theoretisch, wenn ich doch jetzt, passt mal auf. Ah, hier ist noch ein Wrack für Nova. Weil dann kann ich nicht abreißen. Ey, wir schmeißen. Da ist ein Beacon gesetzt. Ich mach's von Hand aus dem einfachen Grund, wenn ich jetzt da Wasser einstelle, dann kommen die Drohnen, packen da schon Wasser rein und bis ich das dann da umgelagert habe, ist das Ding mit Wasser voll. Und dann habe ich Wasser im Inventar und krieg's nicht weg. Von dem her. Oh. Oh, ich muss dreimal laufen für so eine Kackkiste. Uranhöhle gefunden. Habe ich schon eine Algenkiste? Ich habe keine Ahnung. Ja, doch, habe ich. So, jetzt können wir Wasser einstellen. Hey, Dinatz! Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Hallöchen. Nova? Ja? Wie wollen wir es optisch in der zweiten Halle machen, mit in der Mitte? Da würde ich Outdoor-Dinger hinstellen. Ach, okay, dann würde ich auf der anderen Seite dann auch nochmal ein Schränkchen so machen, wie du es auch gemacht hast. Da zwei Stück hab an der Wand. Weil dann kann ich da auch im Notfall noch Türen setzen. Warte, die berühren hier die Platte. Kann man sich nämlich daran hangeln? Berühren sie die Außenplatte oder die Innenplatte? Warte mal, hä? Der Boden sieht hier anders aus wie da drüben. Hä? Bin verwirrt. Oder? Ja, hier ist das ein anderer Boden. Schweinerei. Dann lasst uns doch da eine Tür setzen. Verstehe ich es auch. Eisen, Titan, Silizium. Sinn. So, mal gucken, wo wir rauskommen. Ich habe keine Ahnung. Ah, hier. Okay. So. Dann verstehen wir das nämlich auch. Ah ja. Ah, hat auf der Loot gefunden. Tut gut. Ja. So. Jetzt werden Cookies und Essen automatisch hergestellt. Ja. Wenn alles in Reichweite ist. Ach, ja, du hast jetzt ja, hier ja. Essenkiste und du hast jetzt da. Hä, das sind ja auch keine Cookies, die du hier baust. Dreh dich mal um. Ach, da. Eieiei. Okay, ich hab Hunger.
Das ist ein Cookie. Der wird verkauft. Ja, ja. Wenn da nichts zu essen drin ist. Ich mach Bakterien, die kannst du auch mitverkaufen. Ja? Also mache ich gleich noch einstellen. Stimmt, die kann ich auch verkaufen, ja. Ja, ja. Gut, zur Not könnt ihr auch die Cookies essen. Das ist mir eigentlich egal, es läuft automatisch. Dann stelle ich hier hinten doch mal Bugtees ein. Oh, da ist ein Baum gewachsen. Stoff auch gleich verkaufen. Frage. Bakterien. Ich weiß, der Phantom braucht man viel Stoff später oder so? Nö. Oh, dann machen wir Stoff verkaufen. Ich habe beides reingepackt. Das wird der Stoff bringt, glaube ich, nichts. Stoff bringt keine Token. Doch, Handelswert 8. Okay. Ja. What? Das ist ja dann ist doch eigentlich das Einfachste, weil du musst ja nur die Geräte hinsetzen, die Seitenraupendinger und fertig. Ja gut, dann musst du aber noch einige Seitenraupen setzen. Eine ja, Raupen. Und du brauchst einen Autocrafter. Ja. Und? Ja, ich wollte es ja auch mit den Bakterien grundsätzlich machen. Ja, das machen wir ja auch. So. Behauptet er. Uran. Oh. Ja, jetzt hast du das Wasser komplett umgesetzt, okay? Ja, ja, alles. Ich setze gerade alles um. Ja, Türen hat er auch gesetzt. Ja, da könnt ihr auch raus. Ist der wieder Triebwerk? Also ich will nichts sagen, wenn du die Leiter wegmachst, kriegst du da sogar noch eine Kiste hin. Die Leiter war vorhin schon da. Oh, immer dieses Gemecker hier. Da, guck mal, hier. Setz rein, was du willst. Ich weiß nicht, was da rein soll. Bitte. Kein Zubi-Stab. Kein Zubi-Stab. Und so. Ja, musst du ja machen. Auto. Der ist, wo ist er denn? Ach, deswegen brauche ich Superlegierung, hä? Machst du gleich einen mit? Was? Jo. So, ich schicke mal eine Rakete hoch. Und zwar die für die Drohnenvisualisierung. Ah, okay. Oh ja, das kannst du machen. Osmium? Os. Oh Gott, das Lager ist zu groß. Ich finde das Zeug nicht mehr hier. Da. Okay, da geht auch. So. Da kann man jetzt auf der Map sehen, wo die rumfliegen, oder was? Genau. So klang das jetzt, ja. Ah ja, cool. Oh ja, da fliegen gerade zwei Stück zum... drei Stück zur Superlegierung. Oh, das ist ja cool. So. Ich hätte gern nämlich hier, Wetter hier. So. Müsste doch jetzt eigentlich laufen, oder? Ja. Droht in Endlosproduktion, oder? Phantom. Nö. Dafür müssen Triebwerke noch wieder. So, mal gucken, wie schnell die Drohnen sind. Bakterien kommen da rein. So, was machen eigentlich meine Bienen oben? Irgendwas fehlt den Drogen. Leiterplatten, ja. Ha, wir haben keine Leiterplatten mehr. Ja. Ja, eins der Sachen, die wir nicht machen. Können. Wann kommen die denn? Keine Ahnung. Ich guck mal. Ach, ups. Das dauert noch ein bisschen. Dünger. Achso, Kürbis wird nicht automatisch Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich da abbauen lassen könnte. Stimmt. Machen wir den hier so Kürbisschränkchen. So. Da. So.
Warum brauche ich das nochmal? Für den Dünger 2, richtig? Was braucht der? Der braucht... Haben wir einen Methanschrank? Ja. Okay. Hammer. Dann müsste ich das ja von Hand herstellen, von Ding herstellen können. Warte, Kürbis hier reinschmeißen. Ja. Der ist, glaube ich, aber noch nicht eingestellt. Den musst du noch einstellen. Achso, ich habe ja noch zwei Schlüssel mit. Den Methan? Mhm. Okay. Ich habe nur die vorderen eingestellt soweit. Doch, der Methan ist auch eingestellt. Okay. So, ja, dann müsste ich doch jetzt hier... Dünger 2. Du musst doch Bakterien als Angebot einstellen. Als Angebot, ja. Hat Nova schon Anforderungen gemacht? Das habe ich hinten schon eingestellt, ja. Okay, dann muss ich das noch machen hier, stimmt, ja. Angebot Bakterienproben. So. Warum geht meine Nachfrage jetzt weg? Weil ich ja... Weil du nur eins machen kannst. Du musst Nachfrage Bakterien machen, wenn der Schrank voll ist und dann kommst du zu mir. Nee, du kannst mehrere machen. Du musst nur Shift drücken. Hä? Verstehe ich nicht. Mit Shift. Du kannst mehrere Anfragen in einer Kiste machen. Du musst nur Shift dabei gedrückt halten. Nein, ich will ja hier... Du willst anbieten auch gleichzeitig. Anbieten. Ich will die Bakterien ja hier lagern und gleichzeitig anbieten. Das geht aber nicht. Du musst erst anbieten und dann anfordern. Das geht nicht. Der überschreibt dann das an. Also er schmeißt es dann raus. Also wenn ich hier Angebot mache... Bakterien, jetzt habe ich keine Nachfrage mehr. Wenn ich jetzt bei Nachfrage Bakterien mache, jetzt habe ich kein Angebot mehr. Ja. Biete mal alles an und fordere Bakterien an. Okay, dann geht's. Ja, dann lasse ich es dann so. Komisch. Oh, wie viel Dünger habe ich schon gemacht? Keine Ahnung. Gar keinen. Was fehlt dir? Das ist ein bisschen beim Autohersteller ein bisschen kacke, weil ich nicht sehe, was ihm fehlt. Schwefel mit Sicherheit. Schwefel? Nee, Schwefel ist da. Braucht doch kein Schwefel für Dünger 2. Ah nee, Methan, Dünger, Algen, Kürbis. Algen, Methankartuschen, Dünger. Haben wir Algen verbraucht? Warte mal. Nee, Algen ist da. Methan ist auch genug da. Dünger. Dünger ist auch genug da. Kürbisse? Warte mal, es hat nicht rein. Ah, die Reichweite reicht nicht nach hinten. Warte, ja, dann stell ihn hier hin. Ja, ich wollte gerade sagen, ich reiß ihn da ab und schau. Oder stell noch einen weiteren hier hin. Nein, ich will ihn da hin. Meine Frage, ihr könnt es doch auch Patrone dahin liefern lassen. Hä? Ja, die Kisten sind schon da, aber die Reichweite reicht nicht. Die Kiste stand zu weit weg. Jetzt passt. Wo lagerst du es denn ein? Aktuell noch Leiterplatten übrigens. Ja, wahrscheinlich in Dünger 1 dann. Mache ich hier in auch. Dünger, also ich würde es für Dünger 2 machen. Ich würde einmal Dünger 1 und einmal Dünger 2 machen. Ach, als extra Kiste? Ja, für alles immer extra Kiste. Ja, dann sag auch mir, für wo die Mutagene später. Dann sag mir, wo ich die Kiste hinstellen soll. Ich bin voll. Optisch gesehen. Ja, ne? Kacke. Oben drüber. Ja, warst du schon mal oben? Nee. Ja. Oben ist ja das Biodom. Ja, aber doch nicht direkt hier drüber. Doch, wir sind jetzt hier. Oh. Quasi. Oh, Wasser. Wasser, 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 Wasser. Wasser. Da. Da ist Wasser. Haben wir eigentlich. Was wir noch machen können, ist den Drohnen sagen, sie sollen die Handelsrakete automatisch befüllen. Das ist doch schon gemacht. Wollte gerade sagen, ich dachte, das ist schon eingestellt. Achso, dann muss man aber auch aktivieren, dass hier soll automatisch losfliegen. Deckt doch richtig an, danke. So.
Hier ist ja gar nichts eingestellt. Ah. Von den Pflanzen, was bräuchte man denn eigentlich so am meisten? Bitte nicht alle hier schreien. Ich weiß ja, nicht. Ich überlege gerade. Also theoretisch. Also wir bräuchten auf jeden Fall noch mal. Wie viele Bäume sind hier auf einmal? Huch. Alles voll. Also, wenn Nova eine große Cookie-Fabrik aufbauen will, dann brauchen wir sehr viel mehr Weizen und Kakao. Ja, da müsste man aber erst bestellen, weil ich habe keine Samen. So. Dann pflanze ich jetzt meine Pilze an. Oh. Du bist da. Pilze, wo waren denn? Ja. Ist das eingestellt? Ein Zubi-Stab. Doch, ein Zubi-Stab. Das auch lieber. Es hat mehr Ordnung, wenn ich das hier so einstelle. Sieht so echt so komisch aus. Ah. Ach ja. Lass mir uns da. Lass mir uns die leer. Oh, der dunkle König kam vorbei. Geht's dann Lazarus? Es wie live. Lemmy Danger, Patrick Dienerts, Koka und Marcel zu 204. Das sieht Taler. GZ, GZ. So. Da, ich pack's jetzt trotzdem mal erstmal hier rein. Oh, man sieht sogar, ob was abgeholt wird aus den Kisten. Echt? Ja, da ist dann an dem Ding so eine kleine Drohne dran. Ah, okay. Du siehst auch, wenn was geliefert wird. Da habe ich jetzt das Uran. Wo sehe ich das? In der Kiste. Ich meine, wie sieht das aus, meine ich? Alter, ist an dem Symbol nochmal unten, praktisch links in der Ecke von dem, sag ich mal, Eisenerz, ist nochmal ein kleines Drohnensymbol. Genau. Okay. Mit beim Hersteller. Ja, aber der müsste sie mir doch auch anzeigen. Ja, Kiste. Achso, ich muss natürlich erstmal Angebot machen. Dann müsste es eigentlich kommen. Wenn halt Drohne gerade zur Verfügung steht. Ja gut, okay, das kann immer ja okay, macht auch Sinn. Oh, im Endeffekt bin ich schneller, weil ich direkt davor stehe. Haben wir eigentlich eine Dünger 1 Kiste haben wir und Dünger 2? Dünger? Ja, Dünger Kiste. Das, worüber wir gerade geredet hatten, quasi. Wo du nicht weißt, wohin damit. Ach so, ach Gott, ja, Dünger, meine Fresse, ich war gerade ganz woanders. Also eine Dünger 1 Kiste, ja, eine Dünger 2 Kiste, weiß ich nicht, wohin damit. Mhm. Gut, ich könnte sie oben hinstellen. Das wäre dann über dem Hersteller. Ins Biodom. Da, wo auch die Pflanzen- und Seedkisten sind. Da hätte man noch Platz. So gesehen. Hallo. Und. Ah. Obsidian. Da. Eigentlich einen Kartenmikrochip. Kann ich das nicht auch einstellen hier? Phantom, forderst du auch Raketentriebwerke an? Wie forder an? Nee, es gibt ja keine Kiste für Raketentriebwerke. Es gibt auch keine Kiste für Seide, wegen den Stoffen. Das ist ja nicht schlimm, du kannst ja auch einfach dem Autohersteller sagen, achso, das wird ja da drin. Der Autohersteller sagen, Seide. Also Stoff und forderst Seite an, dann bringen die das direkt von oben runter. Ja, aber dann kannst du dem Autohersteller irgendwann nichts mehr anderes mehr sagen. Du musst bedenken, dann macht er gegebenenfalls mit Seide voll. Ja. Oder wenn er mit Stoff voll ist, dann kann er nichts mehr anfordern. Das ist immer doof. Und wir verkaufen Seide, also Stoff. Ja, wenn es gleich weitergeht wieder, ja. Du weißt schon, dass die Rakete 10 Minuten braucht, bis sie wieder da ist, oder? Ja und? Jetzt haben wir da oben ein Ding stehen. Wenn es voll ist, ist voll, ist doch wurscht. Oh, ja. Aber man kann natürlich auch Produktion auslagern. Das heißt, du baust irgendwo nebenbei noch ein kleines anderes Gebäude mit Kisten und einem Autohersteller, wo du was produzierst. Das macht auch Sinn. Du musst die Lager neu bauen. Aha.
Ja, mich nervt, dass wir das Biodom über uns jetzt haben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so einen großen Raum brauchen. Wobei, warte mal, wir haben doch auf der... Heizung 5. Warte, was ist auf der Seite? Na gut, auf der Seite sind die Hersteller von Nova. Was ist denn auf der Seite? Da ist auch nochmal ein Flur. Nova ist wieder unterwegs, ne? Ja, ja. Ja. Alle Kisten, die du findest und so weiter, setzt er jetzt auf alles. Ja, mach ich. Ich guck nur, ja, was ich mitnehmen muss, weil er es noch nicht anfordert. Weil hier hinten sind noch Leiterplatten und so weiter, aber ich habe da noch Triebwerke drin und anderen Kram. Ja, da kommen wir durch. Ich würde mal die Rakete abreißen und woanders hinsetzen. Die ist mir für mein weiteres Bauvorhaben einfach im Weg. Macht das. Have fun. Ja. Habe ich Platz? Ja. So. Die ist noch immer so kacke zum Setzen. Sondern die snappt auch nicht an Fundamente an. Nee. Die ist echt ein bisschen dämlich. Stimmt, nein. Nur die Handelsstation kann das. Ja. Ja, die Handelsstation. Der Handelsstation snappt am Fundament der Startrampe an, ja. Oh, stimmt. Warte mal, kann ich dann die. Da kann ich dann. Jetzt die Bäume im Weg. Ja. Und die Bäume kriege ich nicht weg, ne? Ja. Oh, das ist jetzt ja hässlich, dass jetzt da Bäume sind. Ja. Den Samen raus. Wenn ich wüsste, wo. Hier ist nämlich nirgendwo ein Baumding. Die Bäume sind so gekommen von der Natur aus. Achso, okay, dann sind das natürliche Bäume. Okay. Ja. Und nicht von Baum. Denkst du. Ja, dann nee, weil die steht ja nichts. Hä, das ist ja lächerlich. Kann ich die nicht irgendwie abreißen? Nö. Toll. Lebe mit Natur. Ach, dann. Ich weiß schon, wo ich sie hinsetze. Scheiß drauf. So, ab ins Wasser. So, Osmium. Geht aber nicht, weil hier alles rot ist. Kann ich auch gleich ein Zeolit setzen, ne? Jo. So, das ist jetzt die neue Stadtrampen. Passt. Dann holen wir mal Eisen. Gleich wieder Natur zerstören. Ja, natürlich. Was soll das? Jetzt kann ich ja hier wieder nicht weiterbauen. Eine Reihe. Oh, falsche Tür. Wir brauchen ganz viel Eisen. So, dann brauchen wir ein bisschen Titan für die Räume. Wir brauchen Lithium. Oh, wir haben kein Lithium mehr da. Und wir fordern zwar an, aber wir haben keins. Was habt ihr mit dem ganzen Silizium gemacht? In die Luft gejagt. Wird das irgendwo automatisch gleich verarbeitet? Nee, in die Luft gejagt. Ach so. Ah, super.